90. Veranstaltungsort ist das International Convention Center in Birmingham. Seit 1950 präsentiert die NABBA, die National Amateur Bodybuilding Association, diese Veranstaltung Mr. Universe. Die NABBA ist der älteste Verband der Welt. Es ist der größte Verband in Deutschland. Und 1950 wurde zum ersten Mal ein Mr. Universum gekürt. Es war Steve Reeves. Einige von Ihnen werden sich sicherlich noch an ihn erinnern können. Auch Sean Connery soll sich einmal der Wahl gestellt haben. Und dann gibt es noch einen Mann, der international bekannt ist, wie kein anderer im Bereich des Bodybuildings. Natürlich Arnold Schwarzenegger. 1967 Amateur Mr. Universe und 68, 69 und 70 gewann er den Titel bei den Profis. Die Profiklasse sehen wir später. Das sind ehemalige Amateur Mr. Universums oder Weltmeister. Jetzt kommen wir zu den Amateurklassen. Gebend, sondern die Körpergröße. Wir sehen die Gala am Vormittag. Da war der harte Wettkampf mit der Symmetrie-Harmonie-Runde, mit dem Kürvortrag und mit der Körperbewertung. Später dazu noch ein wenig mehr. Und am Abend bei der Gala dann noch einmal der Kürvortrag. Etwa 90 Sekunden hat jeder Athlet Zeit, sich zu präsentieren. Sich und natürlich seine Muskulatur. Wir sehen aus Großbritannien einen der Top-Favoriten, William Howard. Er hat sich Jahr für Jahr verbessert. Eine enorme Weite im Schulter- und Brustbereich. Der Bizeps extrem hoch. Der Trizeps stark definiert. Insgesamt eine super definierte Armmuskulatur. William Howard verabschiedet sich von seinem Publikum. Der Mr. Universe wird immer in England gesucht. Das ist Tradition bei dieser so traditionsreichen Veranstaltung. Jason Corrick, Dritter bei der Wahl zu Mr. Universe 95. Er ist einer der Publikumslieblinge. Der Funke, so sagt man, der springt über. Sein Spitzname, der ist passend, The Beef, weil er sehr fleischig ist, weil er sehr viel Muskelmasse besitzt, wie man nur allzu gut erkennen kann. Aber auch die Muskelhärte ist bei ihm optimal. Das heißt fast 100%ig fettfrei. Er ist mit Sicherheit einer der ganz heißen Favoriten auf den Titel. Gut gebräunt, das gehört dazu. Die Grundbräunung durch einen regelmäßigen Besuch. Ein Solarium und dann gibt es etwas Bräunungscreme kurz vor dem Auftritt, damit die Muskulatur noch besser hervorgestellt werden kann, noch besser definiert auf der Bühne präsentiert wird. Mark Turvey, wieder ein Mann aus Großbritannien. Vergleicht man ihn mit Jason Corrick, dann wirkt er fast wie ein Mann einer anderen Gewichtsklasse. Recht grazil, könnte man sagen, aber die Rückenmuskulatur sensationell. Super definiert. Die Muskelgruppen zeichnen sich ganz deutlich ab. Ein Muskelrelief, so wie es die Jury sehen möchte. 13 Bewertungsrichter sind es. Sie geben sogenannte Platzziffern, Platznummern. Das Ganze sprach es bereits am Vormittag in den drei Runden, die gleichgewichtet sind. Aus den USA, Frank Tassin. Eine exzellente Symmetrie und Harmonie, also die Körperproportionen, die stimmen zueinander, was ja ganz, ganz wichtig ist. Eine schmale Taille, eine breite Schulterpartie, ausgeprägter Latissimus, aber auch der Beinquadrizeps fällt nicht ab.
US-Amerikaner erhielt viel Beifall vom fachkundigen Publikum. Und jetzt ein Mann down under. Von Australien kommt Quinlay. Ein Mann mit einer extrem ausgeprägten Beinmuskulatur. Ein Mann ohne nennenswerte Schwachpunkte. Und damit natürlich in dieser Klasse einer der Top-Favoriten. Quinlay war der fünfte von sechs Finalisten, die sich durchsetzten und hier bei der großen Gala noch einmal auftreten dürfen. Die Klasse bis 1,65 Meter wird jetzt abgeschlossen von Wayne Clary. Auch er kommt aus Großbritannien. Ein Mann, der die Dynamik liebt. Ein dynamischer Posing-Vortrag von ihm. Es ist sein erster Auftritt bei der Wahl zum Mr. Universum. Und da spielen sicherlich auch die Nerven eine gewisse Rolle, vor allem via Television, Millionenpublikum hier sich zu präsentieren, ist auch nicht jedermanns Sache. Für den Sieg kommt er wohl nicht, noch nicht in Frage, Wayne Clary. Aber er hat sich immerhin für das Finale der besten sechs qualifiziert. Und diese sechs sehen wir jetzt noch einmal nebeneinander auf der Bühne bei der großen Siegerehrung. Noch ein paar Worte zum Prozedere. Am Vormittag also zunächst die erste Runde, Symmetrie Harmonie, wo sich alle Athleten vorstellen auf der Bühne, ohne die Muskulatur dabei zu kontrahieren. Da gibt es die Grundstellung von vorne, dann gibt es jeweils Rütteldrehungen und da kann die Jury dann schon abschätzen, stimmen die Proportionen, wie sieht es aus mit der Symmetrie, wie sieht es aus mit dem Fettanteil in der Muskulatur. Anschließend dann der Kürvortrag, den wir jetzt noch einmal bei der Gala gesehen haben, dieser Athleten, und dann die Körperbewertung. Hier kommt es dann zu den Pflichtposen, die wir später noch sehen werden, wenn es um den Gesamtsieger der einzelnen Klasse geht. Sechster also Wayne Clary, der sich freut, zu den Finalisten gehört zu haben. Mark Turvey auf Platz 5. Vierter William Howard. Also am Vormittag steht eigentlich dann schon fest, wer Mr. Universum ist in den einzelnen Klassen. Aber das wissen die Athleten nicht und das weiß auch das Publikum nicht. Deshalb bleibt die Spannung bis zum letzten Moment erhalten. Representing the United States of America, Frank Vassil. Frank Vassil, Dritter. Da bleiben nur noch zwei, Jason Corrick und Quinlay. Wer ist Mr. Universum in der Klasse 4, in der Klasse bis 1,65 Meter? Die Pokale werden überreicht von Roland Block, er ist der belgische Präsident, und von José Martinez ist der französische Präsident. Quinlay, der Aussie, also Zweiter, und damit steht fest, Jason Corrick ist Mr. Universum 96 in der Klasse bis 1,65 Meter. 150 Athleten aus 43 Nationen sind es insgesamt. Die erste Entscheidung, die ist hier gefallen. Drei Amateurklassen bleiben und dann die Profiklasse, und es geht ja auch noch um den Gesamtsieger. Also das war nur der Auftakt. Jason Corrick kann sich jetzt hier feiern lassen mit Quinlay und Frank Vassil. Ein britischer Mr. Universum. Wir machen gleich eine ganz kurze Werbepause und anschließend dann die Klasse von 1,65 Meter bis 1,72 Meter. Und hier für Sie noch einmal das Gesamtklassement von 1 bis Platz 8. Ich hoffe, Sie sind auf den Geschmack gekommen. Gleich geht's weiter nach der Werbung. Klasse 3.
von Black & Decker gewinnen. Jedes Kit enthält 12 Geräte, darunter eine Bohrmaschine, einen Elektroschrauber und einen Schwingschleifer. Daneben das aufladbare Versapack-Akku-Set. So wird Heimwerken einfacher. Rufen Sie jetzt an. Viel Glück! Gesucht wird der Mr. Universum in der Männerklasse 3, in der Klasse von 1,65 Meter bis 1,72 Meter. Wir sind im International Convention Center in Birmingham. Wir sind bei der traditionsreichsten Bodybuilding-Veranstaltung, die es weltweit gibt. Arnold Schwarzenegger stand auch einmal dort oben auf der Bühne. Einmal der Mr. Universum bei den Amateuren, dreimal später bei den Profis. Bill Jones will in die Spuren des Arnold Schwarzenegger treten. Und er ist ein Mann, bei dem alles zusammenpasst. Die Muskelmasse, die Muskelhärte, die Muskelteilung, die Symmetrie und schließlich auch die Harmonie. Keine Schwachstellen. Ein Mann, den man schwer wird schlagen können. Spielt mit der Muskulatur, spielt mit dem Publikum. Der Show-Aspekt, der hier mit dazu kommt. Aber die Jury, die konzentriert sich auf das rein Muskuläre, versteht sich. Da geht es nicht nur um Muskelmasse, da geht es um Muskeldefinition. Also man soll möglichst jeden Muskelstrang eindeutig erkennen können. Die Haut so dünn und durchlässig wie Pergament. Bill Jones hat einen exzellenten Eindruck hinterlassen. Wer kann ihn schlagen? Vielleicht dieser Mann, Ransford Smith, der Gentleman des englischen Bodybuildings. Ein Mann, der die Show liebt, unschwer zu erkennen. Dritter bei der Wahl zum Mr. Universum des Jahres 95. Hat sich als Superpro seinen Namen gemacht in seinem Land. Kaum einer bringt so viel rüber wie er. Kein Wunder, dass er extrem beliebt ist bei den Fans. Eine kleine Zugabe von Ransford Smith, der natürlich auch davon träumt, einmal Mr. Universum zu werden. Dafür hat er viele Jahre hart trainiert. 5 Tage die Woche, 2 Stunden täglich. In der letzten Phase vor dem Wettkampf 2-mal täglich wird trainiert. Während der sogenannten Diätphase 6 bis 10 Wochen vor dem Wettkampf. Der Fettanteil in der Nahrung wird reduziert, Kohlenhydrate und natürlich viel Eiweiße. Ransford Smith, der Showman des Bodybuildings. Also er hat auf jeden Fall einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ein weiterer Mann, der für den Titel in Frage kommt, ist Derek Clark. Zählte auch im vergangenen Jahr zu den Finalisten bei der Wahl des Mr. Universe, wurde 95-6. Die einzige Schwäche, die erkennen sich hier, der Wadenbereich. Das ist natürlich auch gentechnisch schon bedingt, wird also mit in die Wiege gelegt. Aber er weist eine enorme Muskeldichte auf. Die Muskelgruppen, die sich noch einmal unterteilen. Das, was man erreicht durch die Feinarbeit, durch jahrelanges, hartes, zusätzliches Training. Denn die Masserest lässt sich im Vergleich zur Definition recht schnell erreichen. Aber die Masse will dann halt auch anschließend noch definiert werden. Und das ist die eigentliche Filigranarbeit, die dann geleistet werden muss. Stephen Creighton. Auch er kommt aus Großbritannien. Man
hat bei jeder Muskelkontraktion das Gefühl, er würde quasi explodieren. Und auch er versteht es mit dem Publikum, ein bisschen zu kokettieren. Brayton, Winston Smith und Bill Jones haben bislang den eindrucksvollsten Eindruck hier hinterlassen. Aber da kommen ja noch zwei Bodybuilder. Zunächst ein Mann aus Australien, Brad McLennan. Fünfter bei der WM in diesem Jahr in Stuttgart. Aber er fällt doch sichtlich in Masse und Härte gegenüber den Engländern ab. Ansonsten gibt es an der Cousin-Kür an sich nicht so viel auszusetzen. Die Übergänge sind stimmig. Totale Kontraktion, die natürlich auch nicht lange gehalten werden kann. Man sieht, wie die Hauptschlagader rausgepresst wird, deutlich sichtbar wird. Brad McLennan sicherlich schon zufrieden hier im Finale sich präsentiert zu haben. Graham Black, Vierter der WM in Stuttgart in diesem Jahr. Deutlich zu erkennen, die Muskelhärte hat sogar weitem kein glatter Muskel. Was ihm vielleicht noch fehlt, ist ein wenig mehr Muskelmasse. Also insofern wird er sich vielleicht in den nächsten Jahren schon mit ein paar Kilogramm mehr der Wahl zum Mr. Universum präsentieren. Er gibt noch eine kleine Zugabe. Da haben wir jetzt alle sechs Finalisten gesehen und wir sehen sie noch einmal nebeneinander auf der Bühne. Kurz vor der Siegerehrung, die Entscheidung, die steht bereits fest. Diese kleine Show, die gilt im Publikum. Die meisten beginnen so im Alter von 20 bis 25 Jahren, richten ihren gesamten Lifestyle auf den Sport ein. Das Training, das harte Training, das tägliche, bis auf natürlich auch die wichtigen Regenerationsphasen, also 5 Trainingstage, 2 Ruhetage, die harte Diätphase vor dem Wettkampf, die Periodisierung, das Einstellen auf den Hauptwettkampf. Und dann kommt natürlich auch noch das aerobe Training dazu, das Radfahren, das Laufen, das Fett, das Körperfett zu verbrennen. Auf Platz 6, Brad McLennan, der Aussie, der Australier. Wird also nur einen kleinen Pokal mit nach Hause nehmen. Graham Black wird hier Fünfter. Die Spannung steigt. Wer ist die Nummer 4? Derek Clark. Bleiben 3 Mann übrig. Bill Jones, Ramsford Smith und Stephen Creighton. In third place, representing the United Kingdom, Stephen Creighton. Ja, Creighton. Da gibt es ein paar Pfiffe im Publikum. Er ist also raus aus dem Titelrennen. Platz 3 für ihn. Erstens der Universum 96. Ramsford Smith oder Bill Jones in der Männerklasse 3, 1,65 bis 1,72 Meter. Beide kommen aus Großbritannien. Und es ist Bill Jones, denn Ramsford Smith steht bereits vorne auf der Bühne, auch für ihn ein Pokal. Er ist also Zweiter. Es war ganz eng zwischen ihm
und Bill Jones. Billy Jones! Und der gute Billy Jones lässt hier noch einmal die Muskeln förmlich sprießen. Er ist also Mr. Universum in seiner Klasse. Später werden wir ihn noch einmal sehen, wenn es dann um den Gesamttitel geht. Der Lohn für die harte Arbeit, für die schweißtreibende Arbeit im Fitnessstudio. Und da gibt es gleich noch ein Foto fürs Archiv und für Sie gibt es hier noch einmal die besten Acht dieser Klasse. Bill Jones, also Mr. Universum. Mal sehen, ob er jetzt auch ein Profi wird, wie das viele tun, nachdem sie als Amateur diesen Titel gewannen. Nicht alle zieht es ins Profilager und so viel gibt es hier ja auch nicht an Geldern zu verdienen. Und schon sind wir bei der Männerklasse 2. In der Klasse von 1,72 m bis 1,79 m. Ein erster Blick auf die sechs Finalisten, die wir natürlich einzeln gleich noch bewundern können beim Kürvortrag. Da wäre zunächst der Südafrikaner Gary Bennett. Auch Südafrika zählt zu den führenden Nationen. Er war Zweiter bei der Wahl zum Mr. Universe 95. Das zeichnet ihn aus, den Südafrikaner. Das ist ein breiter Latissimus zu erkennen. Die Südafrikaner sind recht kurzfristig angereist, wenige Tage zuvor. Und dann sind sie auch sofort nach der Veranstaltung wieder abgereist. Die Australier und US-Amerikaner haben sich da mehr Zeit genommen und es könnte ein Stressfaktor natürlich auftreten. Dadurch, dass der Jetlag vermeintlich noch nicht verkraftet wurde. Und Stressreaktionen sind nicht gewünscht, denn dadurch wird Wasser aus den Muskeln unter die Haut gezogen. Und dann kann man sich nicht so definiert präsentieren, wie das die Jury sehen will, um jemanden zum Mr. Universe zu küren. Eric Tillman kommt aus Holland. Er hat eine extrem streitige Beinmuskulatur. Achten Sie einmal darauf. Aber auch die anderen Muskelgruppen sind extrem definiert. Also die Hauptmuskelstränge wieder deutlich zu erkennen, die sich hier deutlich abzeichnen. Streitig der Quadrizeps. Und zum Schluss noch einmal die Most Muscular Pose. Also alle Muskelgruppen des Körpers zeitgleich kontrahiert. Ein weiterer Niederländer, Rob van der Dussen. Eine Bäume, die man als optimal bezeichnen könnte, nicht zu viel, nicht zu wenig. So erkennt man noch bei ihm das Zusammenspiel der einzelnen Muskeln. Das kann bis zu 5 Jahre dauern, bis eine Muskulatur dieser Art aufgebaut ist, bis sie vor allem dieser Art dann auch definiert ist. Und es gilt, wie in vielen anderen Dingen auch, sich die Zeit zu nehmen, nichts zu überstürzen, die Fachleute zu konsultieren, die Fachzeitschriften zu studieren. Ein behutsamer Aufbau beugt Folgeschäden vor. Vincent Wedderburn aus Großbritannien. Er ist der einzige Engländer in dieser Klasse mit sehr viel Muskelmasse. Ein gewisses Manko bei ihm, die Muskeldefinition. Aber dennoch ein gelungener Posing-Vortrag. Aus Frankreich, Serge Dessel. Er ist der amtierende Welt- und Europameister. Und das ist ungewöhnlich, dass ein Athlet in einer Saison
bei der EM antritt, bei der WM und dann auch bei der Wahl zum Mr. Universe. Und das bedeutet, sich auf drei Saison-Highlights vorzubereiten. Ein Mann, der durch seine Ausgeglichenheit besticht, der keine Schwachstellen hat. Da stimmen auch die Proportionen Oberkörper zu den Beinen beispielsweise. Und jetzt fehlt nur noch ein Mann hier im Finale dieser Klasse, dieser Männerklasse 2. Es ist Jorge Di Maggio aus Italien. Ein junger Mann, 23 Jahre, aber schon extrem selbstbewusst mit einer Top-Symmetrie. Viel Ausstrahlung. Er könnte sicherlich seine Definition noch verbessern. Und gelingt ihm das, dann ist er in der Zukunft auf jeden Fall ein Mann, der in Frage kommt für den Titel Mr. Universum. Pro Jahr kann man vielleicht maximal 3 bis 5 Kilogramm an qualifizierter Muskelmasse aufbauen. Das heißt Muskelmasse, die dann auch schon definiert ist. Und das heißt, mittel- oder langfristig zu planen, zu trainieren. Und das bedeutet auch, eine intelligente Trainingsplanung aufzubauen. Wo die Ernährung dazu kommt, wo die Regenerationsphasen die mit wichtigste Rolle spielen, wie das überall so ist im Leistungssport. Die Mischung aus Trainingsreizen und Ruhephasen. In fifth place, Gary Bennett, der Südafrikaner, also auf Platz 6. Fünfter, Jorge Di Maggio. Und da gibt es ein paar enttäuschte Fans, die das hier zum Ausdruck gebracht haben. Vierter, der Brite Vincent Wedderburn. Die führenden Nationen in Europa sind England, sicherlich auch Deutschland. Es gibt etwa 10.000 Leistungsbodybuilder in Deutschland, dann Italien, Frankreich, Holland ist hier mit zu nennen. Und zwei Holländer unter den Top 3. Rob van der Dussen wird hier also Ritter. Bleiben jetzt nur noch zwei, Eric Tillmann und Serge Dessel, die für den Titel in Frage kommen. Wer wird Zweiter? Eric Tillmann. Und damit haben wir einen französischen Mr. Universum 96 in der Männerklasse 2 mit Serge Dessel. Und auch ihn sehen wir später noch einmal wieder, wenn es um den Gesamtsieg geht. Wenn er sich misst mit den anderen Titelträgern der anderen Klassen. Heinz Dickieser aus Deutschland hat übrigens das Finale knapp verpasst, wurde am Ende Siebter. Auf ein neues heißt es da, im nächsten Jahr vielleicht Heinz Dickieser, Mr. Universum, warten wir es ab. Hier also die besten sechs. Heinz Dickieser also auf Rang 7. Und wir machen gleich noch einmal ein bisschen Werbung, kommen dann zur Männerklasse 1. Das sind all jene Athleten, die größer sind als 1,79 Meter. Ich gebe ab an die Werbung. Wir sind gleich zurück. 1. Alle Athleten haben sich jetzt hier versammelt, die das Finale erreicht haben und größer sind als 1,79 Meter. Zwei Briten sind wieder dabei, Daye Ordi und Eddie Abreu, aber wir sehen zunächst einen Niederländer, es ist Kim Mitchell. Spanische Rhythmen hat er gewählt. Eine sehr filigrane, eine austrainierte Muskulatur. Auffällig die Schulter-Brust-Partie. Thank you.
Ein gelungener Vortrag und beurteilen Sie selbst, wie sah es aus mit den Proportionen, mit der Muskulosität, mit der Muskelmasse, mit der Muskeldefinition vielleicht im Vergleich zu diesem Mann, zu dem Russen Sergei Gorodnikov. Er ist der amtierende Weltmeister oder Dritter bei der Wahl zum Mr. Universe 95 und bei der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft hat er den Gesamtsieg nur knapp verpasst, geschlagen vom Franzosen Serge Dessel, den wir ja eben gesehen hatten und der ja auch ein Mr. Universum geworden ist, 96, in der Männerklasse 2. Er ist also der amtierende Welt- und Europameister seiner Klasse. Jetzt fehlt ihm nur noch der Titel des Mr. Universe. Es zeigt eine erstaunliche Leistungssteigerung von Meisterschaft zu Meisterschaft. Er scheint also noch lange nicht seinen Leistungszenit erreicht zu haben, Sergei Gorodnikov. Technorhythmen. Für diesen Mann, für den Italiener Federico Foccherini, Zweiter bei der Wahl, Mr. Universe 95. Mir spricht die Stimme der Energie. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Music, non-stop. Music, non-stop. Stop. Music, non-stop. Music, non-stop. Die Italiener haben sich schon einen Namen gemacht für ihre ideenreichen Vorträge. Die Italiener, Federico Foccherini, wohl in der Form seines Lebens, eine ultimative Definition. Ein echter Siegertyp, der ganz cool von der Bühne abtritt, um den Platz dem Nächsten freizugeben. Es ist Deo Audi aus Großbritannien. Er ist der Vize-Weltmeister von Stuttgart, Vierter bei der Wahl zu Mr. Universe 95. Ein Athlet mit einer unglaublichen Beinmuskulatur, das werden Sie gleich zu sehen bekommen. Der Quadrizeps, der sucht seinesgleichen. Muskelgruppen im Quadrizeps, die außer ihm in dieser Form wohl noch niemand entwickelt hat, zumindest in seiner Klasse. In der Ruhe liegt die Kraft. Ein irisches Volkslied hat er sich ausgesucht. Passt zu seiner Gesamtpersönlichkeit. Ein Kontrast ist dagegen jetzt dieser Vortrag von Eddie Edwin. Gigantische Armmuskeln, breiter Latissimus, aber die Beinmuskulatur, die fällt doch etwas zur Gesamtentwicklung ab. Muskelmasse her, kann er sich vor allem im Bereich des Oberkörpers durchaus messen mit seinem Landsmann. Aber der Quadrizeps ist nicht der gleiche. Nicht so stark ausgeprägt, nicht so stark definiert und auch der Oberkörper nicht so definiert wie der bei Deo Audi. Und auch in dieser Klasse haben wir einen Athleten aus Frankreich im Finale, Patrick Couel. Er ist der WM-Dritte von Stuttgart. Steht noch am Anfang seiner internationalen Entwicklung. Aber auch er hat alle genetischen Voraussetzungen für eine große Karriere. Und diese genetischen Voraussetzungen, die muss man in die Wiege gelegt bekommen haben. Ansonsten kann man trainieren bis zum jüngsten Tag, wird aber nie die Form
eines Federico Foccherini beispielsweise erreichen. Auch das wird für die Jury sicherlich eine schwierige Entscheidung gewesen sein. Die Platzierung von 1 bis 6. Eddie Abu, 6. In 5th place, ein kleiner Pokal, ein kleiner Trostpreis für ihn. Er war dabei im Finale der besten 6. Und er kann sich sicherlich noch verbessern. Patrick Kuehl auf Rang 5. Representing Holland, Kim Mitchell. Kim Mitchell auf Rang 4. Bleiben drei Mann. Der Jordi, Sergei Ogorodnikov und Federico Foccherini. Ein Italiener, ein Russe und ein Brite. Der Brite auf Platz 3. Der Jordi. Also da hat ihm auch sein Heimvorteil nichts genutzt, aber einen Heimvorteil in diesem Sinne sollte es ja nicht geben. Die Jury, die sich aus 13 Punktrichtern zusammensetzt und die zwei besten, die zwei schlechtesten Platzziffern, die werden gestrichen. Um auch da dann noch einmal vielleicht extrem unsachgemäße Bewertungen nach oben und nach unten hin streichen zu können. Sergei Ogorodnikov wird Zweiter und Federico Foccherini macht einen Freudensprung, italienisches Temperament. Er ist Mr. Universum 96. Als Roboter hatte er sich bei seiner Pose in Kür präsentiert. Jetzt zeigt er Emotionen. Federico Foccherini, der sich gleich stellen wird der Wahl um den Gesamtsieg. Während wir zunächst noch einmal das Klassement Ihnen präsentieren wollen. Foccherini also vor Ogorodnikov und der Jordi aus Großbritannien. Ein paar enttäuschte Gesichter waren schon dabei, aber das gehört zum Sport. Und das sind 4 Mr. Universe. Da ist Jason Couric, Sieger in der Männerklasse 4. Da ist Bill Jones, der die Klasse 3 dominierte. Da ist der Franzose Serge Dessel und da ist natürlich auch der Italiener Federico Foccherini. Jason Couric, ganz rechts. Und jetzt werden die Pflichtposen abverlangt. Zunächst Doppelbizeps von vorne, seitliche Brustpose. Also die Brustmuskulatur von der Seite wird hier in Augenschein genommen. Beinrücken. Und hier sind die Unterschiede dann natürlich ganz deutlich auszumachen. Most muscular. Totalkontraktion vom Scheitel bis zur Sohle. Und dann bleiben noch einmal 30 Sekunden zum Freeposing. Da kann jeder noch einmal seine Stärke hervorstellen, Schwächen, wenn es die geben sollte, kaschieren. Es handelt sich schließlich bei jedem Einzelnen um einen Mr. Universum. Und entsprechend schwierig jetzt auch die Entscheidung für die Jury, wer ist hier Gesamtsieger im International Convention Center von Birmingham. Und noch sind wir auch nicht ganz am Ende, da kommen dann noch die Profis quasi als Krönung. Und auch das sind alles Weltmeister oder Mr. Universe vergangener Tage. Aus den Tagen ihrer Amateurzeit. Und
einige dieser Herren werden wir in den nächsten Jahren sicherlich dann auch bei den Profi-Wettbewerben wiedersehen. Thank you, gentlemen. Federico Foccherini, ganz links sahen wir ihn eben noch auf der Bühne. Klaus Hoffmann wird also den Pokal überreichen. Er ist der Weltpräsident der NABBA und es ist Federico Foccherini. Für ihn sicherlich natürlich auch die Krönung des Universum in seiner Kategorie und dann gewinnt er auch noch den Overall-Titel, den Gesamttitel. Und da gibt es eine ganz besondere Trophäe für ihn. Wir machen noch einmal etwas Werbung und dann kommen wir zu den Profis. Bingham. Die Profis, die jetzt auch ihren Mr. Universum unter sich ausmachen. Terry Fisher aus Großbritannien ist der Erste, der sich dieser Wahl stellt. The Shark wird er genannt. Der Hai. Bei dem Hai bisweilen in sein A einfrisieren lässt. Einer der Publikumslieblinge, keine Frage. Seit Jahren kämpft er um den Titel Mr. Universe bei den Profis. In den letzten Jahren war er zumindest im Finale. Kommt er diesmal den entscheidenden Schritt weiter? Folgt er den Spuren eines Arnold Schwarzenegger, der den Amateurtitel gewann und dann dreimal in Folge den Titel bei den Profis? Dann begann ja eine unvergleichliche Karriere als Filmschausteller. Terry Fisher. Sympathisch, beliebt, erfolgreich. Aber ein Mr. Universum, warten wir es ab. Die Konkurrenz ist stark, da ist unter anderem der US-Amerikaner Joe DeAngelis. Die NABBA ist ja auch in den USA vertreten, Informationen gibt es im Internet. Joe DeAngelis hat unglaublich an Muskelmasse zugelegt, innerhalb eines Jahres. Kein Wunder, dass er in Amerika ein begehrtes Fotomodell ist. Also er verdient genügend Dollar in seinem Leben zu fristen als Bodybuilding-Profi. Und wie das in allen Sportarten ist, käme ihm natürlich auch ein Titel sehr gelegen. Einen Titel, den man entsprechend auch in den USA dann natürlich vermarkten kann. Als Amateure waren sie alle einmal, Mr. Universe waren sie Weltmeister, waren sie nationale Meister. Aber den Titel bei den Profis zu erringen, das ist natürlich noch ein ganz anderes Unterfangen. Aus Deutschland, Raimund Tosolini. Der Nürnberger hatte knapp das Finale verpasst. Wir wollten Ihnen den Raimund Tosolini natürlich dennoch präsentieren. Er war Amateur, Mr. Universum 1994. Es ist sein Profi-Debüt, auf das er sich zwei Jahre lang vorbereitete. Er hat 6 Kilogramm mehr Muskelmasse. Fünfmal die Woche mindestens 2 Stunden täglich. Und in der Wettkampfphase, in der Hauptwettkampfphase, da wird das Training dann fast von.
Doch die Konkurrenz war stark, zu stark, noch in diesem Jahr für Raimund Tosolini. Er also auf Platz 7, leider nicht mit im Finale, aber wir werden ihn wiedersehen im nächsten Jahr bei der Wahl zum Mr. Universe. Eddie Albert aus Großbritannien steht im Mittelpunkt des Interesses. Er ist der Gigant seiner Klasse, 140 Kilogramm bringt er auf die Waage. Was ihm noch fehlt zur Unschlagbarkeit ist eine super Definition seiner Muskulatur. Sollte er mal super definiert die Bühne betreten, dann hat er wohl keinen Gegner mehr zu fürchten. Aber das ist da gerade die Schwierigkeit beim Bodybuilding. Nicht nur Masse, sondern eben auch absolute Muskelklasse. Muskeldefinition, ein Relief, das sich abzeichnen soll. Eine Muskelstruktur, die jede einzelne Faser erscheinen lässt. Hinter der Pergamenthaut. Eddie Elwood, auch er natürlich einer der beliebtesten in Birmingham. Aus Italien, Marco Falcone. Vierter bei der Wahl zu Mr. Universe 95. Er hatte einen Fledermausrücken im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen Sie selbst. Er hat wohl den breitesten Rücken der Welt. Marco Falcone. Überdimensionale Schulterköpfe. Und jetzt arbeitet er an den anderen Muskelgruppen mit derselben Intensität, mit der er seinen Rücken trainiert hat, seine Rückenmuskulatur. Also da darf man auch vom Italiener noch einiges erwarten in den nächsten Jahren. Also ging es hier nur um den Rücken. Marco Falcone würde mit Sicherheit das Rennen machen. Aber die Proportionen müssen eben auch stimmen und die Beinmuskulatur nicht so ausgeprägt wie die Rückenmuskulatur, dann gibt das schon wieder Abstriche. Dennis James, auch er will natürlich in die Annalen der Universumgeschichte eingehen und das natürlich als Sieger, auch ein Amateur Mr. Universe. 95 war es in der Klasse 2. Den Gesamtsieg, den hat er nur ganz knapp verpasst gegen den Aussie Grant Dolmetscher. Er hat 5 Kilogramm mehr an Muskelmasse im Vergleich zum vergangenen Jahr. Auszusetzen gibt es da eigentlich nichts. Der Weg gegen den großen Teich hat sich gelohnt für Dennis James. Hat mit dem stärksten Eindruck hier bislang hinterlassen und er gibt noch eine kleine Zugabe. Aspekt, der natürlich gerade in den USA eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, kommt auch hier in Birmingham nicht zu kurz. Der ist James. Erst jetzt tritt er ab. Und schließlich der letzte Mann mit im Bunde bei den Profis, Sean Davis. Dritter bei der Wahl zur Mr. Universe 95. Breiter Latissimus, ausgeprägte Brust-, Schulter- und Armmuskulatur. Bislang
war bei ihm immer eine gewisse Disharmonie festzustellen. Die Beine waren nicht entsprechend ausgebildet wie der Oberkörper. Aber das hat der Engländer abgestellt. Da hat er an den Schwächen gearbeitet. Dazu ein brutaler Oberkörper. Die Beine passen quasi dazu. Doch das dürfte mit Sicherheit eine schwierige Entscheidung werden zwischen ihm und Dennis James beispielsweise, die wir ja zuletzt hier gleich hintereinander gesehen haben. Julian Angeles, der US-Amerikaner, ebenfalls stark einzuschätzen. Marco Falcone aus Italien auf Rang 6. In 5th place. Terry Fischer. Terry Fischer wird hier Fünfter. Behaltener Applaus für den Briten. In fourth place. Eddie Elwood. Eddie Elwood. Jetzt bleiben noch die beiden US-Amerikaner. Judy Angelis und Dennis James sowie der Brite Sean Davis. Die Spannung steigt. In third place. Joe DeAngelis. Und jetzt wird das Rennen gemacht, entweder von Dennis James oder von Sean Davis. Die Briten möchten natürlich ihren Mann hier vorn sehen. Zweiter. Dennis James. Und damit ist Mr. Universum der Profis Sean Davis. Und damit ist auch hier die letzte Entscheidung gefallen. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf ein weiteres Highlight am Donnerstag. Von 22 bis 23 Uhr sehen Sie den ersten Mister und den 10. Miss World Grand Prix der NABBA Fitness Bodybuilding vom Feinsten. Ein echter optischer Leckerbissen. Hier noch einmal das Resultat der Profis von Platz 1 von Sean Davis bis Platz 8. Christian Plassy aus Frankreich. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Übermorgen geht es weiter mit Fitness Bodybuilding.